Yo, Friends! Willkommen bei Pokémon! Und wir befinden uns jetzt tatsächlich in der letzten Arena, dem 8. Orden. Wir werden uns jetzt erstmal ein paar Kämpflein aussuchen und diese natürlich dann auch dementsprechend bestreiten. Ich bin der Karatekönig, ich besiege dein Schicksal. Ja, ganz genau, das wirst du bestimmt tun. Ja. Da bin ich mir auch ganz sicher, dass du das tun wirst. Ja, das trifft sich natürlich etwas nicht so toll, da unser Monkey ja selbst Kampf ist. Und da das nur ganz normal effektiv ist. Aber da wir ja Durchbruch haben, spielen die Defensivwerte des Marshocks kaum eine Rolle. Und zwar ins Gesicht. So, und das zieht aber schon einiges ab. Aber wir haben natürlich ein Pokémon, was gut gerüstet ist gegen diese Art. Komm raus, Smetbo. 42 sind wir schon mit denen. Finde ich eigentlich top. So langsam wird es dann aber auch Zeit, sich Richtung bzw. sich bereit zu machen für die Pokémon Liga. Ja, habt gehört, so langsam geht's Richtung Finale. Habt ihr vielleicht mitbekommen im letzten Part. Geht richtig ab. Also, es geht schon richtig ab. Letzte Folge haben wir noch den 7. Orden gemacht. Jetzt diese Folge werden wir den 8. Orden machen. Nächste Folge bin ich noch nicht sicher, ob wir direkt losgehen zur Pokémon Liga oder ob wir nicht erst noch Island 1 machen. Das werde ich mir noch überlegen. Kommt ganz über darauf an, was wir so zerreißen werden hier oder wie wir die Leute hier zerreißen werden. Ich versuche jetzt diesen Part natürlich so zu machen, dass wir quasi den Gegner hier direkt ins Gesicht hauen werden in dieser einzigen Folge und damit dann quasi diese Arena auch beenden, damit wir in der nächsten Folge entweder den Weg der Pokémon Liga oder der Island 1 machen oder erleben können. Dies hängt jeweils davon ab, wie unsere Pokémon hier abschneiden. Warum? Sage ich euch auch gleich. Und zwar, wenn wir hier schon ein paar Probleme haben mit den Trainern bzw. unserem Pokémon, dann wird das im nächsten, also ja, ich sag mal, dann wird das in der, ja, könnt ihr euch ja vorstellen, wird bestimmt nicht einfacher. So, was haben wir denn hier Schönes? Kommst du uns an? Auch besuchen? Ja? Allein mein Anblick lässt deine Pokémon schaudern. Nicht ganz. Also nicht ganz, Dompteur. Das ist nicht ganz der Fall. Muss ich dich leider enttäuschen. Mein Monkey wird dir jetzt auch gleich zeigen, warum. Okay, wobei sein Arbok ist nicht schlecht mit 1,39. Jetzt zieht's aber hier an, meine Freunde. Also anfangs war ich jetzt nicht so der Überzeugung, dass wir Island 1 machen müssen, aber jetzt so langsam, denke ich, wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn wir denn tatsächlich Richtung Island 1 gehen, zumal das jetzt auch nicht gerade effektiv war. Einfach weil, naja, das ist jetzt gerade nicht effektiv, was wir hier machen gegen diese Pokémon-Kämpfe. Und da wir jetzt schon ein paar Problemchen haben vom Level her, ich weiß es nicht genau, ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig, wie wir das machen werden. Ich senke einfach unseren Angriff weiter, ist ja nicht so, dass wir den brauchen. Mongo, ehrlich, ey. Ach, Tauros schläft ein. Ja, mach halt. Tauros schläft halt jetzt ein paar Runden. Oh, und das ist natürlich super effektiv gegen Tauros. Das ist natürlich Pech. Werde ich natürlich aber nicht nochmal benutzen. Weil das so effektiv war. Natürlich nicht. Aber warum sollte man sich hier auch Vorteile schaffen? Wüsste ich nicht warum. Ihr wisst, was ich meine. So, als nächstes müssen wir uns wieder heilen. Das ist natürlich eine, wobei wir müssen jetzt, dafür brauchen wir jetzt keinen Hypertrank, da können wir noch einen Supertrank benutzen und der reicht uns noch. So, als nächstes gehen wir mal hier, zack,
ein Kampftyp. Da werden wir dann direkt reagieren und unser Linglein walten lassen. So, Karate ist die Königsdisziplin des Kampfsports. Das kannst du ruhig denken, aber ich finde nicht, dass das so stimmt. Ich finde, jede Art von Kampfsport ist was Besonderes und muss geschätzt werden. Und nur weil man jetzt Karate macht oder so, heißt das jetzt nicht gleich, dass hier Karate oder so die Königsdisziplin ist. Manche sagen MMA ist Königsdisziplin, manche sagen Karate, manche Kung Fu, Wing Chun, Capoeira. Muss jeder für sich entscheiden, finde ich. Kann man jetzt nicht so verallgemeinern, würde ich jetzt mal sagen, da eben es ist eine so große Vielfalt an Kampfsportarten mittlerweile hier. Da kann man das einfach nicht sagen, was die beste ist, was die traditionellste ist oder sonst was. Klar klingt Karate nach Tradition, weil das erste beispielsweise, was ich kennengelernt habe, war Karate. Das ist so Bruce Lee-like und so, aber kann man jetzt nicht verallgemeinern, finde ich. Kann man jetzt nicht sagen, das ist jetzt this is it oder so. Das kann man nicht sagen, finde ich. Und deswegen bin ich der Meinung, dass ja, sorry gerade, war ein bisschen gestört worden. So, hier. Kommt schon, sehr effektiv. Nein, ich hasse das. Und dann auch noch unsere Genauigkeit senken. Bitte, danke. Hätte nicht besser laufen können, natürlich. Was auch sonst. Boah, stinkt das hier jetzt gerade. Ich hasse Raucher über alles. Schlimmer geht's nicht. Dreckige Raucher. Meine Eltern sind Raucher, aber ich hasse diesen Rauch wie die Pest. Werde ich immer gleich aggro, wenn ich das hab. Ey, jetzt hör mal auf mit deinem scheiß Schlitzer, man, das juckt doch eh keinen. Mach mal hier fertig dieses Sandama. So. 43 Monkey, hast du ganz gut gemacht. Ganz gut sogar. Sandama Nummer 2. Haben wir eigentlich irgendwas, was in irgendeiner Art und Weise effektiv ist? Ja, Lapras natürlich. Wir werden jetzt ein bisschen Lapras, naja, ich habe nie gedacht, dass Lapras so sehr effektiv sein würde, aber konnte man ja nicht wissen, dass das Lapras so einfach reinhauen wird. Naja, was auch sonst. Wenn noch einer an Rhyhorn, das ist natürlich wieder eine Spezialität von Monkey, da darfst du auch wieder ran, da darfst du einmal hier einen Durchbruch starten. Beziehungsweise vielleicht ist ja ein Kreuzhieb hier etwas effektiver. Das weiß man noch nicht. Oh ja. Mir gefällt diese Attacke Kreuzhieb Nidorino. Da werden wir unsere Fackel walten lassen. Warum? Flammenwurf und so. Und einfach weil die anderen auch ein bisschen trainieren dürfen. Da ist so ziemlich der stärkste bislang, weil er so viele verschiedene Arten von Pokémon hat, dass wir auch selber etwas wechseln müssten. Apropos wechseln, Nidoking, wollen wir dann nicht einfach mal ein bisschen noch machen wir mal Täubchen, komm, es soll schon passieren, ein bisschen vergiften geht schon, ist nicht so schlimm. Oh, Täubchen braucht auch ein paar EPs. Ja, Nidoking auch mega Pokémon, finde ich. Wollte ich auch schon immer mal wieder haben. Oh, das ist natürlich nicht so gut. Das ist nicht so gut, dass es das macht. Und dann ist es nicht, nützt es nicht so viel. Oh, das ist natürlich etwas bitter. Aber die Attacke von ihm wird jetzt daneben gehen. Was soll man auch treffen, wenn ich in der Luft bin? Und bitte lass es ein Volltreffer sein, jawohl. Das wollte ich hören. So, als nächstes werden... Ja, du wurdest besiegt. Ganz easy sogar. Also so schwer war das nun auch wieder nicht, dich zu besiegen. So, wir werden uns kurz heilen gehen.
um eben Nidorino zu. Nidorino, um unser Monkey ein wenig zu verbessern. So, meine Mami hat angerufen, sehe ich gerade. Apropos, ich muss euch noch was Wichtiges mitteilen. Und zwar habe ich mir 3 Laptops ins Visier gebracht, die ich vielleicht in Betracht ziehen könnte zu kaufen. Aber noch nicht so sicher bin, ob das geschehen wird. Das muss ich mir noch überlegen. Ah, fuck, ist das ätzend, wenn das passiert. Das muss ich mir nur überlegen. Die sind nicht ganz so billig. Ich glaube, einer war um die 900, der andere war um die 1000. Müsste man sich nochmal überlegen, finde ich. So, das sind 3 Trainer, die man besiegen kann, wenn Smetbo vorne ist. Beim ersten lasse ich sogar meinen Monkey vorne, das kann man so machen. Beim zweiten werden wir Smetbo vorne lassen und beim dritten werden wir mal schauen, je nachdem, was ich im Gefühl habe, was besser ist. Sandama. Das ist natürlich sensationell beschissen. Naja, was auch sonst. Stärke. Schauen wir mal, was wir so erreichen können mit ihr. Nicht sehr viel. Er mit seinem Schlitzer aber auch nichts. Da nütze ich dir noch deutlich mehr. So, müssen wir mal schauen. Unser Kreuzhieb werde ich jetzt definitiv nicht nochmal benutzen. Eben genau deswegen. So, oder machen wir es einfach mal Schoch. Doch effektiv sogar, was ich mir nicht erhofft, gedacht hatte. Erhofft hatte ich es mir definitiv, aber ich habe nicht gewusst, dass es so effektiv sein könnte. So, machen wir mal ein. Erzielen wir mal einen Durchbruch in dieser Sache. Hehehe, versteht ihr, was ich meine? Ja, komm, bitte, das ist ja wohl lächerlich. Das ist echt lame, dass er das überlebt hat und dann auch noch einen Hypertrank für einen Georock. Ja, da fehlen einem halt auch die Worte dann. Weil das ist einfach lächerlich ist, was dieses Georock da abliefert. Dass es auch dabei stirbt, das kann. Oh, come on, jetzt macht ein Felswurf Intensität 7 auch noch. Ja, es ist so effektiv natürlich. Jetzt come on, bitches. Ja. Und auch wenn das nicht effektiv ist, das reicht in diesem Fall für dich vollkommen aus. Knogger, da werden wir wechseln. Und zwar werden wir da unsere Fackel walten lassen. Monkey hat genug getan für jetzt erstmal. Knogger werden wir mit Flammenwurf rösten. Ja, nicht die effektivste Attacke, aber sie ist ein wenig hilfreicher als ein Kreuzhieb, der nicht sehr effektiv ist. Flügelschlag und die Sache mit Knogger ist gegessen. Okay, super duper. Okay, Onyx, da werden wir natürlich wieder auf unserem Monkey wechseln. Komm zurück, Fackel. Super Job jetzt für Monkey, die Ruffy. Jetzt ist so die Frage, kreuzheben wir es? Natürlich hätten wir das nicht tun sollen. Das ist natürlich nicht schlimm. Ein Sandsturm kommt auf, Sandsturm tobt. Er verletzt uns, das ist klar. Ja, das ist eh klar, dass der uns verletzen wird, aber wir werden uns jetzt erstmal heilen. Wir sind nicht verrückt. Ich möchte kein Risiko eingehen und einen Toten riskieren. Feuer-Odem. Ein Stein-Pokémon, das Feuer-Odem kann. Will ich jetzt nichts dazu sagen, kann ich auch ehrlich gesagt nichts dazu sagen, weil ich sehr überrascht bin. Naja, kreuzheben wir es. Müsste locker reichen für das Onyx. Auch wenn es ein Onyx ist, das muss reichen. Würde mich alles andere überraschen. Und nochmal ein Georock, was wir genauso kreuzheben werden. Und dann müsste das hier auch erledigt sein, dieser Kampf. So, als nächstes müssen wir mit Ling anfangen. Ach, come on, please, man. Oh, Gott, bitte. Lass wenigstens den letzten treffen. Dann würde mich das durchaus freuen. Es ist nur behindert, dass wir jetzt in dieser Arena nochmal zum Pokémon Center laufen dürfen, weil unser Kreuzhieb leer ist und ich keinen Bock habe, einen Äther zu benutzen.
was ihr euch auch sicherlich vorstellen könnt. So, aber zumindest ist unser Monkey Level 44 geworden. Angeberei, tut mir leid, das muss jetzt nicht sein, Monkey. So, mir gehen die Pokémon aus. Ja, das ist Pech. Ass-Trainer haben halt immer 5 Pokémon. Ja, Linglein an der Wand. Du fängst jetzt an im ganzen Land. So, Kiai. Ich nehme mal einen Schluck O-Saft. Macholo. Ist das echt alles, was er uns zu bieten hat? Psystrahl dann. So, als nächstes müsste es... Ah, nee, doch nicht. Na gut. Ja. Das hat jetzt viel gebracht, wie ich sehe. Hat echt viel geholfen, muss man sagen. Kann man schon mal machen. Kann man mal. So, als nächstes wird mit den Karate... Gegen die Karatekämpfer wird unser Täubchen eingesetzt, weil unser Ling natürlich dann auch schon Level 43 ist. Klar, unserem Razov ist auch schon Level 44, aber wir müssen ja alle ungefähr gleichmäßig trainieren, deswegen schaue ich zu, dass nicht, also dass der Unterschied zwischen denen nicht allzu groß wird. Deswegen werden wir immer wieder jetzt zwischendrin wechseln und das geht mir jetzt auf die Nüsse. Dass es wegen einem KPchen überlebt hat, Popöchen, Boböchen. Naja, was denn auch sonst. Als nächstes kommt ein Dompteur. Das weiß ich noch, das habe ich noch gesehen. Aber jetzt ist die Frage, was setzen wir an die Front? Wir haben nur noch ein, nee, zwei 42er haben wir sogar. Okay, wir haben noch Monkey Raffi. Wir fangen einfach mal mit Täubchen an. Man kann sich ja... Ich bilde mit meinem Pokémon die Einheit von Yin und Yang. Das ist natürlich eine Sache... Uff. Ja, was soll ich sagen? Flügelschlag ist nicht sehr effektiv. Nee. Das habe ich mir jetzt schon gedacht. Felswurf ist sehr effektiv. Es reicht. Okay. So, dann können wir direkt wechseln auf Monkey. Und der erledigt den Job jetzt für uns. Da kann er uns nochmal ein... Oh. Wir haben kein AP mehr, toll. Naja, egal. Wir haben einen Durchbruch. Und damit werden wir auch einen Durchbruch erzielen. Ob es ihm gefällt oder nicht. Felswurf. Mal ist nicht effektiv gegen unser Monkey. Da hast du verloren mit einem Pokémon. Tut mir jetzt leid für dich. Rion und Rhinoceros. Oder Rihornio. Oder was auch immer. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Weiterentwicklung heißt. Auch eine ziemlich geile Weiterentwicklung, muss ich einfach gesagt haben. Ja, ja, meine Pokémon harmonieren. Das habe ich schon... Das habe ich im Blut einfach. Die harmonieren durch mich. Ich bin das Yin und Yang und die sind einfach meine Pokémon und das macht uns aus. Oh Gott, war das schlecht. So, wir haben jetzt echt Probleme in dieser Arena, deswegen bin ich mir eigentlich zu 99% sicher, werden wir nach dieser Arena Island 1 machen, also die Missionen dazu, und danach erst wird es in Richtung Siegesstraße gehen. Da wir dann mit Sicherheit erst dann gut genug sind für die Pokémon-Liga. Die Pokémon-Liga werden wir uns für einen späteren Zeitpunkt aufsparen. Ass-Trainer müsste jetzt eigentlich auch einer der letzten sein. Ja, damit kann man schon antreten. Es ist schon nicht schlecht, 45. So, der Stil bezeichnet... Ja. So, Knogger, das ist nicht schlecht, glaube ich, das ist nicht schlecht, dass wir jetzt mit Täubchen anfangen dafür. Das ist recht effektiv, okay, dann fangen wir mal damit an, dass wir jetzt mal Fliegen einsetzen. So,
dann komme ich nochmal auf mein Thema von vorhin zurück mit meinen Laptops. Das bedeutet nämlich, dass wahrscheinlich bald mein Laptop da sein wird. Ich hatte hier irgendwas angekündigt, das muss ich mir selber nochmal anschauen, bevor ich da jetzt nochmal was sage. Dazu, weil ich es vergessen habe, ehrlich gesagt, was ich gesagt habe. Rehorn natürlich, was denn auch sonst. Wie wir weiter verfahren werden nach diesem Let's Play. Das ist so die größte Frage, die wir haben zurzeit. Ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht so ganz auf einigen, wie wir es machen werden. Klingt blöd, ist aber so. Ich kann mich da irgendwie zurzeit nicht so ganz drauf einigen, wie es weiterlaufen wird. Da für den Knogger können wir wieder unser Täubchen rufen. Das hat unser Täubchen schon ganz gut gemacht. So. Unser Täubchen erreicht auch bald Level 43. Nur wird unser Funke in dieser Arena nicht so den Anschluss finden bei Boden-Pokémon. Tut mir ja leid für unseren Funken, aber ich meine, gegen Boden-Pokémon, was will er da machen? Das sind seine Donnerattacken suboptimal. Sagen wir es mal einfach so, wie es ist. Sind suboptimal. Und dass ein Ass-Trainer seine Pokémon heilt, das finde ich auch lächerlich. Aber es soll vorkommen. Und dass ich jetzt Daunenreigen benutze, ist noch lächerlicher. Soll aber auch vorkommen. Jetzt nutzt er uns aber fast gar nichts mehr. Deswegen war es vielleicht gar nicht so schlecht. So, dann werden wir uns nochmal einmal ein Fliegen gönnen. Beziehungsweise, nee, wir werden gar kein Fliegen benutzen. Sondern einfach nur ein Flügelschlägchen. Und das müsste jetzt reichen für Knogger. Jawohl, das tut es auch. Und jetzt kommt nochmal ein Rhyhorn. Nein, Nidorina. Da lass mal Funke ran. Gegen Nidorina kann es, wenn mich nicht alles täuscht, einmal Donnerblitz benutzen. Aber da müsste ich mich schon groß täuschen, wenn das nicht passieren kann. Nee, da geht's schon. Das wusste ich. Das ist eins der wenigen Pokémon hier in diesen Arenen, wo es Donnerblitz benutzen kann. Finde ich toll. Und das ist echt eine kleine Levelangelegenheit für unser Funke. Finde ich echt toll. Ist etwas kurz gekommen jetzt seit den letzten Wasser-Pokémon. Naja, kann man jetzt leider nicht ändern. Level 9. Uff. Jetzt ist natürlich blöd, ne? Dass Nidoqueen ein wenig erst an Bodenattacke benutzt. Monkey, du musst wieder aushelfen. Danke dir. Danke, Funke. Du hast deinen Job ganz gut gemacht. So. Wir werden jetzt mal durchbrechen durch deine Verteidigung. Oh. Au. Stärke. Ist das effektiver? Ja, schon etwas mehr. Aber irgendwie auch nicht so effektiv, wie ich mir das gerade vorstelle. Volltreffer, Volltreffer. Nein. Das ist eine Sache für Täubchen. Die erreicht dann jetzt Level 43 zufälligerweise. Durch einen meiner Fehler. Naja, ist ja auch wurscht. Kostet uns halt nur ein bisschen Zeit, wollte ich gerade sagen, aber der Part ist eh schon 25 Minuten lang, deswegen macht das jetzt keinen Unterschied, ob wir jetzt nochmal ins Pokémon Center latschen oder nicht. Ah, ja. Halbe Stunde Part. Das macht euch bestimmt Spaß, mir nämlich auch. So muss ich nämlich ein bisschen mehr rendern, also weniger rendern, Entschuldigung, mehr ist ja, wenn ich kürzere Parts mache. Und weniger rendern bedeutet auch gleichzeitig weniger Parts natürlich. Und weniger Parts bedeuten dann im Gegenzug dafür mehr Spaß für euch. Ja. Yeah.
Das ist, ja. Das ist es mal. So, dann hätten wir jetzt quasi alle Trainer hier in der Arena besiegt, wenn mich nicht alles täuscht. Und die Arena hat jetzt lang genug gedauert, mit einer halben Stunde. Jetzt können wir uns dann Richtung Giovanni machen. Ja, ihr habt richtig gehört, der Arenaleiter von dieser Arena ist niemand Geringeres als Giovanni. Willkommen in meinem geheimen Versteck. Hier wollte ich das Team Rocket wieder aufstehen lassen. Aber du hast mich schon wieder aufgespürt. Also gut, dieses Mal kenne ich keine Gnade. Ich, Giovanni, der größte aller Trainer, fordere Revanche. Ja, dann fordere mal deine Revanche, Giovanni. Ich werde dich komplett auf den Arm nehmen. Rihorn, einfach ein das ist natürlich nicht so prickelnd. Die Stärke dieser Pokémon. Kreuzhieb müsste reichen, hoffentlich. Fuck, das reicht nicht mal. Das ist nicht so clever von mir gewesen, glaube ich. Dass wir da... Oh, oh. Ja gut, mach mal deinen Hypertrank. Das ist mir gerade Wayne Rooney. Zwei Durchbrüche könnten aber reichen, denke ich mal. Weil das geht den Rehorn mitten ins Gesicht, oder? Ja, ja, das reicht locker. Und zwar, zack. Sehr schön. Bei Kangama und so habe ich ein bisschen Schiss. Das könnte ein bisschen enger werden dann. Das ist echt... Dick Dree. Okay, okay. Aber wir haben ja noch zur Not jemanden, der Erdbeben... Das ist nicht gerade uneffektiv. Und Dick Dree ist schnell. Dick Dree ist richtig schnell. Aber Dick Dree ist im Level schwach und hat keine Verteidigung. So, Nidoqueen. Oh, das war nicht clever, dass ich nicht gewechselt habe. Da haben wir einen Lapras dafür. Da haben wir noch einen Lapras für. Ja, Erdbeben. Oh, das ist so bitter, diese Attacke. Die tut weh. Auch einem Lapras tut die weh. Aber wir haben einen Eisstrahl. Der könnte ein bisschen effektiver sein. Jawollo. Sehr schön. Gut gemacht, Lapras. Du hast uns den Arsch gerettet für diesen Kampf. Rhyhorn again. So, Monkey, jetzt bist du wieder dran. Du musst zweimal noch einen Durchbruch erlassen. Und einen Durchbruch erzielen. So, zack. Level 50 Rihorn. Das ist natürlich eine extrem bittere Angelegenheit, aber zweimal Durchbruch müsste reichen, wenn unser Monkey das überlebt. Oh, fuck, man. Das war natürlich nicht sehr optimal. Wir haben aber einen Ling. Und Ling ist immun gegen diesen Erdbeben, hat aber auch eine recht effektive Attacke dafür. Bitte, 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 mach keine Heilung, oh doch. Das ist natürlich etwas super, 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 super Optimales. Was mir überhaupt nicht gefällt, ehrlich gesagt. Ah, aber immerhin haben wir es verwirrt. Schlafpuder. Hyperheiler, für was ist das denn? Ach, hebt die Verwirrung auf. Ach, das funktioniert. Ja, blöd, dass dein Pokémon jetzt auch schläft, gleich nach deinem Hyperheiler. Also, verkackt, Junge. Verkackt, dass du da Junges. So. Rehorn schläft tief und fest. Das freut mich. Und dann hätten wir auch Rhyhorn. Also jetzt kommt noch ein Kangama und das wird das Heftigste von allem. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock. Ach, Nidoking kommt. Gar kein Kangama mehr. So die Frage, was macht man jetzt? Nidoking kommt. Bleiben wir mal mit Ling im Kampf. Macht ja nichts, wenn Ling jetzt drauf geht. Erstmal ein Schlaf. Boah. Aber ist ja nicht so effektiv. Nein, überhaupt nicht. Dass er sein stärkstes Pokémon ein Rihorn Level 50 ist, finde ich, ist schon, naja, nicht so toll. Also das spricht schon nicht gerade von Professionalität bei Giovanni. Ich
würde es ja irgendwie verstehen, wenn Nidoking sein stärkstes wäre. Das würde ja irgendwie auch noch Sinn machen. Aber hallo? Nidorihorn? Es ist irgendwie... Irgendwie macht das keinen Sinn für mich. Muss ich ehrlich sagen. Aber wir haben den Arena-Orden geschafft. Mit einem Ling. Mit einem Schmetterling. Gegen einen King. Naja, was auch sonst. Ist mir auch egal. Das war's dann auch. Achter Orden. Ha! Der Kampf war hart, aber fair. Du hast gewonnen. Nimm bitte den Erdorden zum Zeichen meiner Anerkennung. Dun, 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 dun. Ja, danke, 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 Giovanni, danke. Als Träger des Erdordens werden dir alle Pokémon jeglichen Levels gehorchen. Er stellt den Beweis deines Könnens als Pokémon-Trainer dar. Außerdem gewährt er dir Zugang zur Pokémon-Liga. Nimm dieses Geschenk mit dir in... mit in dein Pokémon-Liga-Abenteuer. Erdbeben. Erdbeben. Eine sehr starke Attacke, die ein starkes Beben verursacht. Ich habe sie vor langer Zeit geschaffen, als ich hier noch Arena-Leiter war. Ach, bist du das nicht mehr? Habe ich gerade nicht gegen den Arena-Leiter gekämpft, Giovanni? Ja? Nee, bisschen netter. Gell? Bisschen netter. So, meine Freunde. Dann werde ich mich jetzt auch nach einem halbstündigen Part von euch verabschieden. Wir heilen uns kurz die Pokémon, fliegen rüber zur Zinnoberinsel. Damit wäre dann auch geklärt, was wir als nächstes machen werden. Ich hoffe, ihr habt eine Menge Spaß gehabt, beziehungsweise habt eine Menge Spaß beim Schauen dieses Let's Plays. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch, auf jeden Fall. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Pokémon Blood Green Edition. So, vorletzter Akt, bevor wir in die Pokémon-Liga fliegen. Chosen...